Hat sonst noch jemand einen Vorschlag? Außer, naja, diese Barbaradianerin? Naja, wenn wir sowieso nach Rovinus gehen, können wir auch nochmal bei unserem Freund im Tempel vorbeigucken. Der war ja sehr weitsichtig, gewissermaßen. Wir werden sicherlich auch, wenn wir durchkommen, vorstellig bei einer Magunde werden müssen. Schade, dass Rafim nicht mitkommt. Nun gut, nun gut. So könnt ihr aufbrechen und sucht als erstes wen auf? Andrea Palligan? Mhm. Gut. Wir steigern uns bei der Ketzerei in die Ketzerei langsam rein. Ja. Dann werdet ihr immer noch vor Ort in der alten Residenz finden. Rondrigan Palligan, er unterhält sich wahrscheinlich gerade mit Melvin Störrebrand und würde dann das Gespräch auch abbrechen, wenn ihr erscheint. Nickt euch einmal zu. Ich muss euch noch einmal danken für die Befreiung aus dem Bukowinstein. Mittlerweile geht es mir etwas besser und ich habe die Rückreise gemeinsam mit dem Magus aus den myranischen Landen sicher überstanden. Es freut uns sehr, dass ihr sicher zurückgekommen seid. Konntet ihr euch schon etwas erholen? Ja, etwas. Ebenso muss ich euch danken, dass ihr meine Rohaya wiedergefunden habt. Die Kaiserin. Eure Rohaya? Die Kaiserin. Ja, kein Problem. Sie ist unser aller Kaiserin. Nicht nur meine. Das ist sie wohl. Eine Schande, dass die Rautskrone verschollen ist. Wir haben Fragen an euch. Ich bin mir sicher, ihr seid mit der Vorbereitung der Ankunft des Edindian Hall beschäftigt, aber wir würden euch einen Moment zu einem vertraulichen Gespräch bitten. Ja, derweil haben wir alle Leid zu tun. Wir sind uns noch nicht ganz sicher, ob wir die KGA, so wie sie existierte, wieder aufbauen oder ob wir daraus etwas anderes machen, aber ja, ich habe natürlich Zeit für euch und werde euch Fragen beantworten, so ich dann kann. Zwei Agenten habt ihr ja noch, mindestens. Unsere Frage, da wir ja nun bald nach Wahrung aufbrechen sollen und das nicht in diesen Ornaten tun können, sind euch ehemalige Spione oder Mitarbeiter der KGIA bekannt, die uns behilflich sein könnten, eine glaubwürdige Tarnung aufzubauen? Deine Tarnung. Ja, selbstverständlich gibt es auch Tarnung. Ich muss einmal nachsehen in den alten Archiven. Ein großer Steinbrocken ist leider darauf gefallen, aber wir haben einige Dinge, die Dexter Nimrod anfertigen ließ und auch wohl einige oder mehrere Agenten, die dort vor Ort noch sind und wirken könnten. Ich bin mir allerdings bei ihren Ordensnamen sind das nicht, so bei ihren Tarnnamen bin ich mir nicht ganz sicher, deswegen ich werde das recherchieren und werde euch binnen 3 Stunden Meldung machen bezüglich dieser Namen. Okay. Wir wären euch sehr verbunden. Selbstverständlich, alles für das Reich. Ja, alles, was uns in Wahrung helfen kann, hilft uns. Eine Frage hätte ich noch, Reichsgroßgeheimrat. Ja, gerne. Wo ist mein Wagen? Euer Wagen? Welcher Wagen? Den ich den Zwergen überlassen habe bei eurer Rettung. Ihr habt den Wagen mitgenommen. Ihr habt den Wagen mit nach Norden genommen. Ja. Ihr wisst also nichts von ihm. Ich bin mir nicht ganz sicher. Wenn ihr ihn bei Wehrheim gelassen habt, dann müsste der in der Obhut von Anselm von Rabenmund sein, korrekt? Cool. Damit habe ich leider nichts zu schaffen. Na, dann werde ich wohl diese Zwerge aussuchen müssen. Das ist immer eine gute Idee. Es war ein Prototyp. Unbezahlbar. Naja. Was die Rabenmund-Geschichte angeht, ich nehme an, ihr habt keine Kontakte in seinem Heerlager? Doch, habe ich. Aber mir, du musst dir keine Sorgen wegen dem Wagen machen. Wenn da Zwerge sind und die fähig sind, was alle Zwerge sind, dann wird er sogar noch verbessert. Das befürchte ich gerade. Ja, wunderbar, nicht wahr? Nein, ganz nicht. Da kriegst du einen verbesserten Wagen, der dann auch wirklich mit zwergischer Präzision funktioniert. Ich meine, das, was du gemacht hast, war ja ganz nett. Aber stell es dir einmal vor. Zwergische Meisterarbeit. Oh. Es ist ein Prototyp, unersetzbar. Und diese... Oh, ich darf mir das gar nicht vorstellen. Wieso? Er wird richtig Schmuck aussehen. Er soll nicht Schmuck aussehen. Er soll nach meinen Prinzipien funktionieren.
Ja, das wird er ja. Verzeiht, habt ihr noch Fragen an mich oder kann ich euch noch etwas anderes tun? Nein. Habt vielleicht ein Auge auf diese Rabenmund-Geschichte. Ich versuche meine Augen überall zu halten, aber es ist natürlich etwas schwierig, weil ich in diese Aufgabe erst reinwachsen muss. Dexter Nemoth hinterlässt der große Fußstapfen. Dann werdet ihr zu gegebener Zeit gebührend ausfüllen. Nur bis dahin achtet vielleicht darauf, dass wir nicht in Konflikte gezogen werden, die wir uns nicht leisten können. Vertraut diesem unter aller Tissen nicht. Nicht. Überhaupt nicht. Einfach nur überhaupt nicht. Aber hört euch an, was er zu sagen hat. Ja, ich sprach schon bereits mit Ludolf von Wertling. Er hat ihn selbstverständlich eingesperrt und war wohl nicht ganz so begeistert davon, dass er einen Diplomaten verhaften muss, aber das tut man nicht alles für das Reich. Ihr habt ihn wenigstens nicht in den Kerker gebracht, oder? Warum nicht? Oh, ihr Götter. Ihr könnt doch den Adligen zu dem Gesindel in den Kerker sperren. Er wurde verhaftet. Und wenn er einem Usurpator dient, dann... Ist der Mann oder ist der Mann nicht unter Reichsacht gestellt? Nee, es wurde ebenso wie sein Herr vogelfrei. Nun gut. Er mag zwar ein ehemaliger Ritter sein, aber wenn ich Rohaya richtig verstanden habe, dann könnte es sein, dass er bald demnächst nebenan Sven hängt. Ich habe einen sehr unbequemen Blick zu haben, mir. Gehen wir. Wir haben viel zu tun. Ich hätte noch eine Frage. Ihr kommt doch aus Perikum, nicht wahr? Korrekt, das ist meine Heimatstadt. Ja, wunderbar. Da gibt es doch diese Posaunen. Die bräuchten wir eventuell, wenn wir nach Baruch gehen. Die Posaunen wurden Ayla unterstellt. Ayla ist ebenso, ich bin mir nicht ganz sicher, laut den aktuellen Berichten soll sie sich wohl bei der Fürstin Irmegunda aufhalten. Und Ayla, Amalion von Schattengrund, befindet sich mit den Posaunen oder ohne sie dort, aber sie kann sie auf alle Fälle rufen. Ja, das ist doch wunderbar, dann wissen wir ja, wo sie ist und müssen gar keine Sorgen mehr machen. Ja, super, mehr wollte ich gar nicht wissen. Ach so, auch eine Sache noch. Falls sich in nächster Zeit vermehrt Zwerge hier in der Stadt ansammeln werden. Ich habe einen großen Aufruf zum Kampf gegen das geschuppte Übel gestartet. Ich zähle darauf, dass ihr sie fürstlich bewirken werdet. Selbstverständlich. Meines Wissens hat sich auch der Hochkönig wieder angekündigt. Dieses Mal tatsächlich sogar mit seinem Bruder. Oh, das ist ja wunderbar. Dann kommt auch der oberste Richter. Eine wundervolle Sache. Der Hochkönig ist eine fantastische Persönlichkeit. Immer schön über seine Witze lachen, nicht wahr? Ich finde sie zwar nicht lustig, aber ja, man sollte bei jeder Gelegenheit lachen. Sie sind nicht lustig. Aber, naja, es ist der Hochkönig, nicht wahr? Gut, dann werde ich gleich für euch einmal, das mache ich tatsächlich selber und schicke da keinen Boten, nach den Namen von diesen Agenten suchen. Ich hoffe, ich finde dort etwas. Was auch immer wir nutzen können, wir wären extrem dankbar. Fix mit euch. Gut, die nächste Station. Nach Rondrian kommt wer? Irgendwen hatten wir noch. Ich habe ihn nur vergessen, dass irgendein Forscher nachkommt. Ich habe ihn nur vergessen. Ich wollte mich bei der Schwarzen Gilde erkunden, beziehungsweise bei der Halle, Zirkel der freien Wissenschaft. Aber da werde ich garantiert nicht die Helden mitschleifen. Oh. So nicht? Darf ich trotzdem mitkommen? Nein. Ich habe jetzt ein Dispo. Ja, passt dazu. Ich passe da gar nicht zu. Ich bin kein Schwarzmagier. Wir hatten nur Informationen und nicht, Gezeter. Hattet ihr sonst noch was? Zirkel? Eldan würde einmal in die Stadt des Lichts gehen und wenn möglich sich eine Liste mit den vermuteten Werken in Wahrung geben lassen und welche auf der Sicherheitsprioritätsliste an der obersten Stelle stehen. Also was wir da für Informationen haben. Und ob ich mir eine Erlaubnis ausstellen kann, eventuelle Bücher direkt zu vernichten. Du bekommst eine Liste. Das ist Al-Lamashim Nishuda Ibu Leviathan. Das ist eine Mythen- und Märchensammlung über Wesenheiten am Rande des Limbus. Muss sofort direkt verbrannt werden. Almanach über die Wandlung. Es geht um gestaltwandelnde Zauberer, Dinge, Menschen, Tiere. Darfst du mitnehmen? Das Al-Rashida Najura Shatulachim. Muss direkt verbrannt werden.
Am 50. Tore von der Problematik weitreichender Prophezeiung muss direkt verbrannt werden. Die Angst von Archon Megalon muss direkt verbrannt werden. Das Arachnoide im Magest direkt verbrannt werden. Astralebene darfst du einstecken. Astrale Geheimnisse darfst du ebenso einstecken. Und Borberats Testament. Lass mich raten, muss sofort verbrannt werden. Muss also sofort verbrannt werden. Chroniken von Ilaris verbrannt. Es gibt wohl dort auch einige pervertierte Codex Albirico-Schriften. Die sollen auch eingesteckt werden. Die sind besonders interessant. Codex Esmeraldus, Codex Dimensiones, De Elitis, Kompendium der wundersamen Steine. Du bekommst eine weitreichende Liste. Sie ist, ja, 3 Pergamente groß. Wunderbar. Die kommt in meine Tasche. Und dann würde ich gleich nochmal einen anderen Geweihten um Rat bitten. War, wenn ich nach Wahrung vorrücke, ja, eine Art Verhüllung, zumindest teilen, sehr sinnvoll. Hey, ich bin ein anderer Geweihter. Ich hätte deinen Rat. Einen echten anderen Geweihten. Alter! Also möchte ich mit ihm darüber beraten, wie eine Verhüllung immer noch im Sinne Praios möglich ist. Also eine Fusion. Die Antwort ist nicht, nach deinem Moral-Konex. Ja, ist richtig. Deswegen führe ich ja diese Diskussion. Ja. Lass mich darüber nachdenken. Währenddessen bekommt Abel mir seine Informationen. Was tun die anderen? Ich würde gerne meine Kristalle weiterzüchten. Ich würde gerne ein bisschen gärtnern, denn wir waren jetzt über einen Monat weg und meine Pflanzen haben bestimmt nicht so viel Liebe erfahren, wie ich ihnen eigentlich entgegenbringen wollen würde. Und natürlich mich auch um meine Bestände kümmern. An Kräutern, die ich da habe. Ja, kannst du also deine Kristalle wieder mit Wasser begießen? Isarun, möchtest du was tun? Ja, ich möchte mich darauf vorbereiten, meinen Magierstab mit dem Ritual Apport zu belegen. Das wird die ganze Nacht über dauern. Und damit schließt du deinen Zauber ab, aber du kannst ihn an deine Stelle wieder rufen. Müssen solche Rituale bei Vollmond passieren oder ist das wurscht? Bei diesem passiert es von Sonnenunter bis Sonnenaufgang. Ach, das ist ja easy. Kiara, was hast du was vor? Ich möchte auf jeden Fall nochmal in den Raya-Tempel gehen, doch hier nochmal für meine Seele beten und mich auf die Reise vorbereiten. Ja, da ich ja wahrscheinlich jetzt in nächster Zeit weniger mit Raya rede. Ne? Wie löst Jalan Goldhand das Problem, jetzt unabhängig von deinem Moralkodex? Wie wirst du in den schwarzen Landen umherlaufen? Gute Frage, wenn ich mir Gedanken mache. Nenn mir mal bitte deine neuen albuinitischen Aspekte. Meine albuinitischen Aspekte sind... Zum einen ist das die Herrschaft über die Welt. Zum anderen ist das das Licht, das Praios uns schenkt. Das ist die gottgegebene Ordnung. Das ist der Magiebann, der Bann von Mardas Frevel. Das ist die Standhaftigkeit im Angesicht von Dämonen und Ketzerei. Und das ist die Wachsamkeit. Das heißt, du hast dir neue Aspekte gewählt, die Praios vertreten? Einige der Aspekte, die Praios vertreten. Nicht alle. Aber einige Sachen, die aus den dunklen Zeiten durch Albuiden mitgewoben worden sind. Und da er der göttliche Sohn von Praios da selbst ist, Albuin Invictus, wird er recht haben. Er muss recht haben. Er ist Praios lebender Heiliger. Hast du eine Idee, wie man Eldar Gorbas tarnen kann? Gibt es eine Möglichkeit? Naja, klar. Wenn er gefragt wird, muss er die Wahrheit sagen. Er selbst muss auch offen auftreten. Er darf also technisch gesehen nicht mal seinen Ornat ablegen. Wenn wir ihn aber einfach in ein Fass packen und mit uns schleppen und niemand das Fass fragt, das ist in dir. Punkt ist, wenn er nicht gesehen wird, hat er kein Problem. Also nicht gesehen werden. Und ich bin mir sicher, ein Reisegewand zu tragen, das halt aus Demut und Askese nicht gar so sehr verziert und geschmückt ist, ist sicherlich auch dem Herrn Praios gefällig. Gut, das heißt eine graue Reiserobe über das goldene, weiße Gewand legen? Also man wird ihn zum Beispiel, man wird ihn sicherlich, es ist ja ein rot-goldenes Gewand, man wird ihn sicherlich als Praioten erkennen, wenn man vor ihm steht, aber vielleicht nicht von der anderen Seite der Straße aus, wenn man nicht hinschaut. Gut, dann aber ist das die Antwort, die Eldar Gorbas bekommt. Das ist schon eine Antwort, die man im Augenzwinkern bekommt, mit dem Gewand. Eine perfekte Lösung. Das wird mit Sicherheit funktionieren. Und wo du nicht lügen darfst, da wird geschwiegen. Natürlich. Allgemein sehr viel geschwiegen. Dann dürft ihr allesamt wieder zurücktreten und bekommt neue Informationen von Abelmir. Ja, ich erzähle den Helden. Hör zu, was ich über Murak Zifroika herausgefunden habe.
Er scheint wohl, nun ja, ein wahrer Stümper zu sein, aber sein Pakt gibt ihm wohl die Macht der Präzentoren der heulenden Finsternis und er plagt seine Opfer, wie es scheint, mit Besessenheitsdämonen, mit Albträumen. Und in diesen Albträumen kann er etwas vorgaukeln, was er nicht hat. Er ist ein Stümper, wie gesagt. Nun, dieser Alois Mengret scheint aus ähnlichen Gründen in den schwarzen Landen zu hausen. Er scheint wohl ein fähiger Alchemist, aber ebenfalls ein Feigling. Und nun ja, warum er den Pakt mit der dunklen Herrin eingegangen ist und ob er einen Pakt eingegangen ist, wissen wir nicht. Aber es scheint wohl wahr zu sein, die Dämonengestalt bei Nacht und tagsüber ein alter Mann. Und er schläft wohl tags und nachts, wenn er denn schläft, in seinem Laboratorium. Dort können wir ihn überraschen, bei Tage. Er scheint wohl aber selten zu schlafen, wohl ein Nebeneffekt seiner alchemistischen Beschäftigung. Habe ich auch etwas zu Azarin erfahren, über den Aufenthaltsort? Der Aufenthaltsort aktuell nicht bekannt, man vermutet an der Seite von Hafax. Wenn man da, wo sie Ärger machen kann. Gibt es eine Möglichkeit, sie zu kontaktieren, kurzfristig? Nunzio Bolo. Gut, dann müsste ich aber ihren Aufenthaltsort kennen. Vermutlich. Nein, du musst nur sie kennen, denn Nunzio Bolo fliegt automatisch dahin, wo sie ist. Ah, alles klar, gut. Nun, es gäbe vielleicht eine Möglichkeit, Azarin zu kontaktieren, wenn wir das wollen. Und dann spuckt aus. Es gibt einen Zauber, der einen, nun ja, eine Substanz beschwört und sie zu einer Fledermaus verdichtet. Beschwört oder herbeiruft? Immer diesen Botenvogel? Diesen Botenvogel, genau dieser. Er ist nicht besonders zuverlässig, aber nun ja, es wäre eine Möglichkeit. Ob die Nachricht nun Azarin erreicht, ist schwer zu sagen. Ateral Sanin benutzt ihn auch und für ihn scheint er zu funktionieren. Nein, das können wir nicht tun. Wir würden uns zu weit von den Göttern entfernen damit. Wollt ihr etwa sagen, dass Sanin kein göttertreuer Mann ist? Ich sage damit, dass Sanin nicht so viel Ahnung von Magie hat wie ich. Seine Bordmagier wohl. Und die habt ihr ja auch für tragbar empfunden. Ihr habt euch sehr gut mit der einen verstanden, Isarin, das stimmt. Ja. Richtig. Schade, dass dein Bordgeweihter ein Trottel ist. Und ich kann euch aus meinem eigenen Munde sagen, dass sie über diese Botenvögel... Bevor wir uns weiter streiten, ich habe tatsächlich auch in der Zeit, während ihr andere Dinge getan habt, mich mit Rondrigan und Paligan unterhalten und er hat die beiden Namen offengelegt. Was aber räuspert sich ja mal. Wir haben zwei schwierige Charaktere, zwei schwierige Agenten. Sowohl den wechsgeweihten Tistlan Rasket. Allerdings ist der Kontakt mit ihm abgebrochen und wir wissen nicht, ob er noch am Leben ist oder ob er gefallen ist, und zwar auf die andere Seite. Wir haben also keine Informationen außer diesem Namen Tistlan. Und wir haben einen Agentennamen Pereinlieb, allerdings sind wir uns da relativ sicher, dass sie mittlerweile bekannt ist als Tijaka Radbrecher. Sie war ehemals Agentin und ist definitiv gefallen. Sie hat bei der Aushebung von Widerständlern geholfen und ist mittlerweile im dritten Kreis der Verdammnis. Vielleicht lassen sich aus ihren Habseligkeiten trotzdem Informationen rekonstruieren, die sie gesammelt hat, bevor sie fiel. Also wir stehen dort auf relativ verlorenem Posten, möchte ich sagen. Wir brauchen mehr Informationen, Abemir. Ich sage, wir unterhalten uns mit der Frau. Nun gut. Dazu müssen wir nach Wahrung. Mit Azarin. Ach, mit Azarin, dann sagt es doch. Soll ich wirklich davon abraten? In eurer Seelenhals. Was habt ihr immer mit dieser verdammten Azarin? Wie häufig wurde der Name jetzt schon ausgesprochen? Zu oft. Ich kann es nicht glauben, dass es immer noch debattiert wird. Ihr seid doch auch mit ihr umgegangen, mein Zorgan.
Naja, nicht in Zorgern, aber ja. Weil wir keine Wahl hatten. Jetzt, da wir eine Wahl haben, werden wir es garantiert nicht noch einmal tun. Sie hat uns auch in Tobrien den Hals gerettet. Geras, du warst dabei. Sie hat uns auch in Tobrien den Hals gerettet. Ja, und? Will ich aber, dass sie nochmal mir den Hals rettet? Nein! Unsere Feinde sind Heretiker, Ketzer und Paktierer. Wir werden uns nichts verbünden mit Heretikern, Ketzern, Paktierern und Verrätern. Wir wollen uns nicht mit ihr verbinden, wir wollen doch, ihre Expertise. Doch, genau das wollen wir. Haben. Nein, wir werden nicht um Hilfe bitten bei diesen verdammten Verrückten. Poltax, was sagst du dazu? Also, mir erschienen sie jetzt nicht besonders gefährlich. Ihre Worte waren wie Gift, das ist wahr. Aber ich denke, wir sind alle gefestigte Persönlichkeiten. Und wenn wir das Ganze nutzen können, um unsere Sache voranzubringen, ich denke, der schwarze Drache ist durchaus eine größere Bedrohung gegenwärtig für uns als sie. Das rechtschaffene Licht im Herzen trägt, der lässt sich von ihren Worten noch nicht vergiften. Savo blättert mal die Dokumente durch. Genau das ist, warum so viele Leute immer und immer und immer wieder diesen verdammten Erzfeinden hinterfallen. Also sie denken, ah, einmal schadet nicht, einmal schadet nicht. Und was ist? Dann fragt, macht man es nochmal und nochmal. Und am Ende haben wir noch mehr Feinde am Arsch. Ja, wahrscheinlich genauso, wie dann auch Piranha Lieb gefallen ist. Ich habe hier noch einige andere Informationen, die wohl von Teslan Rasket weitergegeben worden sind. Der erste Name sollte kein Geheimnis sein. Allerdings bin ich mir nicht ganz sicher, auf welcher Seite er steht. Also Mitglied des Nekromantenrates. Sicherlich wird er eine der drei Seiten gewählt haben. Lucardus von Kemet, der schwarze Paladin. Kemet. Der zweite Name auf dieser Liste ist etwas ungewöhnlicher. Chaika Gramzahn, eine ehemalige Amazonin. Sie ist wohl Paktiererin mit dem jenseitigen Mordbrenner, was dementsprechend verwundern dürfte, und da sie nicht der Herrin der Albträume folgt. Trotzdem ist sie Mitglied im Nekromantenrat. Magdalena. Und eine weitere dritte Person, kein Mensch, ein borbradianischer Zwergenbaumeister. Allerdings was? Nur noch sein Geist. Ein Geist, der was? Mitglied im Nekromantenrat ist. Yandrim, Sohn des Andrasch. Er hat wohl dieses Albtraumschloss entworfen und gebaut. Moment, ein Geist. Ein Zwergengeist. Ein gebundener Geist eines borbradianischen Zwergenbaumeisters, korrekt. Haben Zwerge Geister? Nun, ganz offensichtlich, ja, natürlich. Wisst ihr, Regioten, wir sind ja normalerweise sehr auf die Elemente bedacht, aber die Bobrim-Zwerge, die nutzen das, was Elemente für uns sind, gewissermaßen in Form der Geister. Das ist nochmal eine besondere Spielart der geodischen Magie. Ha, ha, ha. Also jetzt gute Geister oder ist das so eine, also diese Probim-Dinger, die man direkt kaputt hauen soll? Ich würde sie generell eher meiden. Nun, dieser spezielle Geist soll ja Barbaradianer sein. Also bin ich mir sicher, wir können ihn zurück in die Sphäre schicken, in die er hingehört. Selbstverständlich beherrsche ich den Geisterbahn. Das... Gut, hervorragend. Machbar. Aber ich könnte auch den Geisterrumpf anbieten. Warum sollten wir einen Geist herbeirufen wollen? Haben wir in Wahrung nicht genug damit um die Hälse? Aber wir könnten ihn ja rufen und hätten ihn dann hier. Hier? Auch wenn hier, er hier? Ich weiß nicht, ob das... Ich kenne mich mit der Geistermaterie jetzt wirklich nicht so gut. Nein, etwas solches könnte unsere Feinde... Könnte die Aufmerksamkeit unserer Feinde auf unser Vorhaben ziehen. Ich denke nicht, dass wir uns bemerkt machen sollten. Zudem ist die Geisterbeschwörung bei Strafe verboten. Ja, für euch. Nun, dies gilt auch für euch. Ihr befindet euch auf mittelreichischem Boden. Ja, aber Boltax, sagtet ihr nicht, dass ihr eventuell einer der Gilden beitreten wolltet? Dann solltet ihr aber euch nichts zu Schulden lassen kommen. Wusst ihr? Frage, darf ich meine Rechtskunde befragen, wie das Herbeirufen von bereits in dieser Sphäre weilenden Geistern aussieht rechtlich? So gerne würfeln. Nekromantie zählt. Den habe ich leider nicht in Rechtskunde. Oh, einen über. Keine Ahnung. Okay, nun halte ich mich daraus. Hast du ein Chippy? Oh ja, stimmt, ich habe ein Chip. Ich möchte... Die 18 oder alles? Ja, nur die 18. Dann habe ich 8 Punkte über. Das Hantieren mit Geistern, ganz generell, egal was du damit tust, ob du sie herbeirufst, wegschickst oder mit ihnen kommunizierst, ist verboten. Also weltlich verboten, nicht gildenrechtlich verboten. Von der Boron-Kirche verbunden. Boron? Okay. Die Boron-Kirche beerdigt dich für alles lebendig, was du mit Geistern tust, treibst und wenn du mit ihnen wechselwirkst.
Da habe ich als Geode jetzt nicht so Angst vor. Aber also auch das Wegschicken ist verboten, weil nur, also selbst wenn du sie in die richtige Sphäre verbannst oder in die vierte Sphäre abschiebst, es weiß niemand, wo sie dann hinkommen, wenn du sie magisch wegschickst. Die müssen kamal weggeschickt werden. Die Bohrenkirche ist da einfach sehr, sehr strikt. Nun, ich denke nicht, dass wir uns an solcher Live an praktische Nekromantie heranwagen sollten. Ja. Keine praktische Nekromantie, das hantieren mit Geistern. Nun, es ist. Geister sind Tote, nicht wahr? Ja, aber die in der diesseitigen Sphäre noch verankert sind. Es macht es trotzdem zu praktischer Nekromantie. Das heißt, wir brechen jetzt von hier auf in Richtung Romulus, sammeln dort Eiler von Schattengrund auf und fahren dann oder reiten dann nach Perikum, korrekt? Mhm. Und von dort aus können wir... mit dem Schiff oder durch die Trolls zacken. Richtig. Wenn die Gelegenheit gut ist, werde ich den Arve-Pass überqueren. Wenn nicht, in die blutige See. Was genau haben wir mit diesen Posaunen vor? Nun, die Stadtwahrung ist von Mauern umgeben. Und mit diesen Posaunen sollen sie zum Einsturz gebracht werden. Wart ihr schon einmal in Wahrung? Vor langer Zeit, ja. Aber dann ihr erinnert sagt ihr also, euch dass dieser verdeckte Auftrag, wenn wir in Wahrung hereinschleichen und den wahren Namen Rassasos stehlen, davon eingeleitet wird, dass wir die Mauern einreißen? Vermutlich nicht. Vermutlich soll das erst der zweite Schritt sein. Denn wir können ja nicht sicher sein, ob sie die Informationen, die in dem Molchenberg verborgen sind, nicht einfach so verschütten oder zerstören. Behalten wir also im Hinterkopf, dass dies sekundärer Natur ist. Nun, so oder so wird diese Stadt fallen. Das ist wahr. Nur müssen wir nicht zwingendermaßen diese Posaunen in unserem Rücken wissen, um unseren Auftrag durchzuführen. In unserem Rücken vielleicht schon. Wäre auf jeden Fall besser. Das denke ich auch, dass es sinnvoll ist. Besser wohl, das will ich euch nicht abstreiten. Also eine Streitmacht? Ich gehe davon aus, dass wir verborgen geheime Identitäten nach Wahrung vordringen, wie auch immer uns das möglich sein wird. Das müssen wir improvisieren oder wir erfahren weitere Informationen aus Beilung. Bringen alleine heldenhaft in die Stadt ein, besorgen uns die Informationen, die wir brauchen, damit wir auf das Albtraumschloss gelangen. Dringen in den Molchenberg ein, stehlen dort den wahren Namen, entkommen aus der Stadt, gleichzeitig werden die Posaunen von Perikum geblasen und wir haben ein Ablenkungsmanöver. Hoffen dann nur noch, dass der schwarze Drache Rassasor lang genug braucht und verziehen uns dann wieder. Ich hätte doch eine ganz, ganz profane Frage. Handelt es sich bei dem Albtraumschloss wirklich um ein Schloss aus Albträumen oder ist das einfach nur der Name für ein Gemäuer? Wenn es sich um ein Schloss in Albträumen handelt, werde ich da wohl als Zwerg keine große Hilfe sein. Es ist ein physisches Gebäude. Es wird nur so genannt. Eine goldene Pyramide. Ah, ja dann mache ich mir da gar keine Sorgen. Mit festem Bau aus Stein, damit kommen wir zurecht. Immerhin wurde sie von einem Zwergen gebaut. Natürlich. Ist halt wahrscheinlich etwas für die Ewigkeit. Ja, hoffentlich wird es nicht. Vielleicht können euch eure Angrammkenntnisse helfen. Das ist möglich. Klingt jedenfalls ähnlich wie unser Ansatz in Yolgomark. Ich habe auch. Dass wir diesmal vielleicht hinterher nicht von den Fallen des Lichts auseinandergenommen werden. Es hat euch nur gut getan. Mhm. Und denkt immer daran, ich habe ja auch sehr profunde Kenntnisse von dem Bau unterirdischer Städte. Also für den Fall, dass wir in dieser Traumpyramide tiefer hinabsteigen müssten. Gänge und Kavernen und oh, schöne Stollen. Dann, dann könnt ihr auf mich zählen. Da bin ich voll bei euch. Ihr wisst schon, dass wir uns dann unter Wachung befinden. Ja, und? Im Molchenberg. Ihr wisst alle, dass es der Molochenberg ist, ja? Der Molchenberg. Das aber schön, dass ihr in Geografie nicht aufgepackt gewasst habt, Jan und Goldhand. Seid ihr nicht an Torbrien? Torbrien gibt's nicht mehr. Was?